17, 18, 19, 63, 77, 88 Waggons hatte der Martin. Ach, ihr seid ja auch schon wieder da. Hallo, ich bin's, euer Pauli. Schaut mal, wir laufen hier auf einer Art Treidelweg am einen Kanal lang von der Garonne. Das ist ein Fluss in Frankreich, falls ihr das nicht wisst. Ich glaube, der ist auch auf der anderen Seite. Kann man aber nicht sehen, so viele Bäume. Ja, heute sind wir durch Moissac gelaufen. Eine größere Stadt, da war Markt. Das war interessant, was es da alles zu kaufen gab. Mohrrüben, Pastinaken. Da hätte sich der Ludwig aber gefreut, sage ich dir, was es da alles so gab. Lieber Noah, musste ihn mal nachher erzählen, weißt du? Ja, heute laufen wir noch nach Malause. Es hat aber nichts mit Läuse zu tun. Das ist nur ein Örtchen, auch an diesem Kanal hier. Da gibt es eine Herberge. Da kommen wir unter heute. Ja, ja. Ja, gestern in der Herberge in Dumont la Palette oder so ähnlich, da war eine lustige Runde zusammen. Zwei Amerikaner, eine Mutter und eine Tochter aus Frankreich. Die konnte jedenfalls gut Englisch. Dann war noch eine Französin da, die konnte ein bisschen Deutsch. Und dann war noch Martin da, der konnte ein bisschen Deutsch oder mehr. Kein Französisch, Englisch und Spanisch. Und dann war ich noch da, ich kann nur Eselisch. Das ist ein Ding, sage ich euch. Aber es war eine gute Runde und die haben sogar ab und zu mal für mich übersetzt. Für Martin natürlich auch. Weil die haben natürlich auch Französisch gesprochen. Ui, ui, ui. Ein bisschen Französisch habe ich ja auch schon gelernt. Bonjour heißt halt guten Tag, habe ich ja schon ein paar Mal zu euch gesagt. Und wenn es abends ist, sagt man bonsoir. Und ich glaube, wenn man pennen geht, bonne nuit oder so, nuit, nuit, nuit. Ja, ja, ja. D'accord heißt einverstanden. Un lit, ein Zimmer. Petit déjeuner heißt nicht Ingenieur. Déjeuner heißt Frühstück mit Marmelade. Ja, kleines Frühstück sozusagen. Und hier sagt man natürlich nicht Buen Camino, sondern Bon Chemin oder Bon Voyage oder Bon Courage. Entschuldigung, es hat mich gerade verschluckt an dem Strohhalm. Ja, also hier läuft alles mit mir und dem Martin. Wo ist er denn? Hier ist der Martin. Ja, es läuft echt gut. Und das Wetter ist auch noch dufte. Dufte, wie du das sagst. So, ihr Lieben, wir laufen hier mal weiter auf dem Treidelweg. Und wir sehen uns bald. Da freue ich mich schon wieder drauf. Euer Pauli. Macht's gut.